Ja, bevor ich hier im Writer mit Tabellen überhaupt arbeiten kann, muss ich mir erst einmal eine erstellen. Dazu habe ich hier entweder das Tabellenmenü und hier erster Punkt Tabellen einfügen. Dann bekomme ich hier ein Menü. Ich kann der Tabelle auch gleich einen Namen geben und hier kann ich sagen, sagen wir mal 4 Spalten mit 7 Zeilen. Dann eine Überschrift könnte ich auch hier entsprechend einsetzen. Und dann sage ich einfügen. Und dann habe ich hier entsprechend die Tabelle drin. Ging aber auch schneller mit diesem Icon hier. Wenn ich hier entsprechend draufklicke, dann geht ein Feld auf. Und wenn ich jetzt mit der Maus über dieses Feld ziehe, jetzt machen wir mal 6 Spalten, 9 Zeilen. Wenn ich an der Stelle klicke, dann habe ich die nächste Tabelle hier drin. Ja. Dann schauen wir uns noch weitere Optionen an. Hier kommen wir wieder auf das Tabelle einfügen Menü und hier, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ja, wenn ich jetzt praktisch eine Tabelle habe und mir fehlen noch Zeilen und Spalten, ich kann hier in die letzte Zelle gehen und dann mit der Tabuliertaste weitere Zeilen entstehen lassen. Der Cursor hupft immer bis zur letzten Zelle hin und wenn ich dann nochmal die Tabuliertaste drücke, dann erweitert sich die Tabelle um eine Zeile. Sobald ich mich in der Tabelle befinde, entsteht hier unten noch eine weitere Leiste. Jetzt befinde ich mich gerade außerhalb. Wenn ich also hier reinklicke, dann habe ich hier entsprechend diese Tabellenformatierungsleiste. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, der Cursor befindet sich gerade in dieser Zelle. Wenn ich jetzt hier sage, Zeile unterhalb einfügen, dann wird hier entsprechend eine Zeile eingefügt. Hat man jetzt schlecht gesehen, wenn ich jetzt hier mal entsprechend Buchstaben eingebe. Und befinde mich hier in dieser Zelle und sage hier Zeile unterhalb einfügen, dann sehe ich also, hier ist die neue Zeile entstanden. Das Ganze kann ich auch mit Spalten machen. Ich markiere mal hier diese senkrechte Spalte und dann sage ich Spalte rechts einfügen und dann ist hier, sind die Spalten schmäler geworden und ich habe hier eine zusätzliche Spalte bekommen. Ja, das Ganze geht auch umgekehrt mit diesen roten Feldern hier. Wenn ich also den Bereich hier markiere und sage Zeilen löschen, dann reduziert sich die Tabelle. Ich kann auch hier jetzt nochmal eine Spalte markieren, Spalte löschen und dann habe ich hier wieder 4 Spalten statt 5. Und ich kann aber auch hergehen und kann sagen, ich möchte die Tabelle löschen, dann ist die ganze Tabelle weg. Klicke ich hier nochmal rein, sage Tabelle löschen, dann ist die ganze Tabelle weg. So, Steuerung Z ist sie wieder da. Also dieser Befehl Tabelle löschen rückgängig gemacht. Hier mit diesen drei Symbolen, da kann ich noch die Markierungen setzen. Also hier zeilenweise, spaltenweise oder die ganze Tabelle markiert.